Liebe Networker da draußen, ja, heute ist mir ein Bild in die Hände gefallen, das mich dann doch sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und ich glaube, jeder versteht, wenn ihr das Bild jetzt seht, was mit diesem Bild gesagt wird oder was da dahinter steckt. Und ich glaube, dieses Bild oder das, was hinter diesem Bild steckt, war bei den meisten Networkern überhaupt der Anlass, Networker zu werden. War der Anlass, aus dem Angestellten-Dasein auszutreten und selber sich dafür zu entscheiden, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, eigenverantwortlich zu handeln und nie wieder einen Chef vor sich zu haben. Ich denke, das war der Grund, warum die meisten da draußen dieses Geschäft gestartet haben. Und ich wurde in den vergangenen Jahren immer nach einer Erfolgsformel gefragt, beziehungsweise sind auch viele Leute da draußen, die immer irgendeine Erfolgsformel präsentieren, beziehungsweise viele Networker, die mich auch fragen, was ist die ultimative Erfolgsformel, kann ich es auch so machen, kann ich auch dieses machen? Und das habe ich einfach genommen heute mit diesem Bild zum Anlass, euch mal meine persönliche Erfolgsformel mit an die Hand zu geben. Und was für eine Erfolgsformel alles entscheidend ist, ist keine Technik zu besitzen, sondern die Erfolgsformel ist eine Bewusstseinsveränderung, die bei euch passieren muss. Das heißt, wie man sein Network aufbaut, ob man das jetzt durch Direktkontakt im Internet oder durch Empfehlungen aufbaut. Ich denke, das ist keine Erfolgsformel, denn es ist einfach ein Handlungsleitfaden. Eine Erfolgsformel, um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein, ist eben eine Bewusstseinsveränderung im Kopf. Und daher war dieses Bild auch ein genialer Anlass, euch das heute rüberzubringen. Für mich selber hat sich eins in meinem Leben ereignet, das mich persönlich zum Umdenken gebracht hat und wo vor allem für mich extrem viel passiert ist. Ich war damals auf einem Meeting und dort sagte der Referent, stellt euch mal folgende Frage, wenn ihr euch selbst Gehalt bezahlen müsstet, beziehungsweise wenn ihr selbst euer eigener Chef wärt und ihr müsstet euch selbst beurteilen und müsstet euch selbst ein Gehalt bezahlen, wie viel Geld wäre das, was ihr euch monatlich bezahlen würdet? Also was empfindet ihr, dass ihr selbst wert seid? Wie viel seid ihr selbst wert? Was würdet ihr euch selbst bezahlen? Und diese Frage war niederschmetternd für mich damals. Denn mein größtes Traum war es, mit 19, als ich im Vertrieb angefangen habe, ich hatte immer eine Zahl und die hieß 10.000 Euro im Monat. Das war irgendwie so eine Prägung bei mir, die hieß, wenn ich 10.000 Euro verdiene, gehöre ich zur Oberliga. Mit 10.000 Euro kann ich mir die meisten meiner Träume und Wünsche erfüllen. Und das war irgendwie so das, wovon ich immer geträumt habe. Schon als Schüler fand ich diese Zahl, 10.000 Euro im Monat, irgendwie magisch. Und das wollte ich verdienen. Und ich dachte auch seinerzeit, in meiner Blütephase, wo ich mit 19, 20 angefangen habe, dass das, was ich täglich tue, auch dorthin führt, dass ich 10.000 Euro im Monat verdiene. Und als ich mir selbst diese Frage dann eben gestellt habe nach diesem Meeting, so, ist eigentlich das, was ich täglich für mein Networkgeschäft tue, ist das 10.000 Euro wert, musste ich ganz klar verneinen. Es war einfach ganz klar, das, was ich damals tat, war garantiert nicht das, was 10.000 Euro im Monat rechtfertigt oder 10.000 Euro im Monat verdient. Und das war für mich dieses Umdenken und die Frage möchte ich heute auch an euch weitergeben. Versucht euch mal selbst zu beurteilen, das, was ihr täglich tut, ist das das Geld wert, was ihr euch als Traum von dem Network erhofft habt? Ist das das, was ihr euch selbst als Gehalt bezahlen möchtet? Und wenn ich mit Sicherheit einige, die dieses Video schauen, die sind selbst Unternehmer, die haben vielleicht schon eine Firma in einem anderen Bereich nebenbei oder vorher gehabt oder je nachdem. Und ich glaube, ihr wisst ganz genau da draußen, was muss passieren, dass man einem Mitarbeiter 3.000 Euro brutto bezahlt, dass man einem Mitarbeiter 4.000, vielleicht sogar 5.000 Euro brutto bezahlt. Ihr wisst es selber, was muss dieser Unternehmer für einen wirtschaftlichen Erfolg, dieser Angestellte, was für einen wirtschaftlichen Erfolg muss der eurem Unternehmen bringen, dass sich ein Gehalt von 3, 4, vielleicht sogar 5.000 Euro rechnet, vielleicht plus Urlaubsgeld, plus dass er mal krank ist, das muss man alles mit einkalkulieren. Und ihr wisst selber, was das für ein großer Wert dem Unternehmen überhaupt zugeführt werden muss, dass man als Unternehmer dieses Risiko eingehen kann, einen Angestellten mit so einem hohen Gehalt zu beschäftigen. Und aus dieser Denkung raus mal, für die anderen, die vorher halt so angestellt waren vor dem Network, hoffe ich für euch oder bitte, dass ihr euch reinversetzen könnt in diese Lage eines Unternehmers, was es bedeutet, einem Menschen so viel Gehalt zu bezahlen. Und jetzt fangt mal an, euer tägliches Tun zu analysieren und zu sagen, ist das, was ich da tue, das Geld wert, was ich mir erwünsche? Und interessanterweise werden viele dann feststellen, dass eigentlich genau das Geld, was ihr verdient,
ja, auch die Arbeit wert ist, die die meisten tun. Und wenn jemand sagt, oh mein Gott, ich verdiene mit meinem Network nur 200 Euro nebenbei. Meistens, und beziehungsweise wenn man es real sieht, ist genau das, was du dem Unternehmen wert bist, in dem Moment sind 200 Euro. Weil wenn du mehr wert wärst, also sprich mehr Wert dem Unternehmen bringen würdest, würdest du auch mehr Geld verdienen. Aber du bringst dem Unternehmen nicht mehr Wert, also kriegst du auch nur das Geld. Und dieser Ansatz ist sehr, sehr entscheidend. Und da komme ich auch jetzt zu meiner Erfolgsformel. Denn es geht nicht darum, wie ich das Ganze mache, sondern es geht um eine Bewusstseinsveränderung, die ich in euch auch erzeugen möchte. Und dazu zeige ich euch hier meine Grafik. Wie gesagt, bitte, mit Grafik habe ich es nicht so. Also meine Stärken liegen woanders. Zeichnen, Malen und so war also nicht meine Stärke. Aber ihr bitte es zu verzeihen. Entscheidend ist ja, dass meine Formel bei euch hängen bleibt. Und diese Formel ist relativ simpel. Die heißt 10K und 20T. Das heißt 10 Kontakte und 20 Termine. Und um nichts anderes geht es in diesem Network-Geschäft. Und für mich selbst, ich habe ausgerechnet, ich gehe jetzt mal von einem Hauptberufler aus. Als Hauptberufler bedeutet 20 Termine pro Woche. Das ist im Prinzip das, was ein gutes Gehalt in einem Network-Marketing-Unternehmen rechtfertigt. 20 Termine die Woche ist das, was ein hohes Einkommen rechtfertigt, was euch zu einem hohen Einkommen führt und nichts. Alles andere, was darunter ist, ist Kindergeburtstag und ist letztendlich nicht das, was ein hohes Gehalt rechtfertigt. Und Leute, die diesen Weg nicht anstreben, bitte, ich lasse jetzt mal einfach dieses Video, soll Leute treffen, die bewusst vorwärts kommen wollen. Ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die sind in einem Network, weil es einfach Spaß macht, weil es eine schöne Freizeitbeschäftigung ist, weil die Produkte cool sind, was weiß ich auch immer, die gar nicht die Absicht haben zu sagen, ich will mal reich werden, die einfach das als kleines Nebending sehen und nebenbei was machen wollen. Um die geht's nicht. Ich möchte heute mit dem Video bewusst Leute ansprechen, die sagen, ich will vorwärts kommen, aber ich komme gerade nicht vorwärts. Oder mir fehlt irgendetwas, um richtig das Geld zu verdienen. Ich möchte hauptberuflich werden oder ähnliches. Und für diejenigen, macht euch das als Formel in euren Kopf rein. 20 Termine. Und wenn ich mal den Worst Case rechne, dass ein Termin eine Stunde dauert. Wie gesagt, eine Stunde ist das Maximum, meine Lieben, wie lange ein Einstellungsgespräch dauern darf. Meine Sponsorgespräche gingen nie über 20 bis 30 Minuten raus. Aber das ist jetzt ein bisschen Definitionssache. Fakt ist, alles, was über eine Stunde ist, ist zu lang. Es gibt eine Weisheit da draußen, das ist, also ihr kriegt Leute nicht, weil ihr ihnen zu wenig erzählt. Der Grund, warum ihr die meisten Leute nicht bekommt, ist, weil ihr ihnen zu viel erzählt. Das heißt, zu viele Informationen helfen nicht, eine Entscheidung zu treffen, sondern zu viele Informationen helfen, sich dagegen zu entscheiden. Also von dem her, interessante, kurze Informationen sind tausendmal mehr wert als so ein Rattenschwanz an Informationen. Weil wer so einen Rattenschwanz an Informationen hat, muss erstmal eine Nacht drüber schlafen, muss nachdenken, muss sich damit auseinandersetzen. Viele Informationen werfen auch viele Fragen auf. Viele Fragen hindern daran, eine sofortige Entscheidung zu treffen. Von dem her sind weniger Informationen kurz, knackig, immer effizienter und vor allem behaltet ihr eure Energie. Ich kenne das, ich habe früher auch angefangen, ich habe Sponsorgespräche geführt, die gingen 3 Stunden lang. Und irgendwann, wenn du mal 4, 5 solche Gespräche am Tag hast, danach ist der Saft raus. Du hast keine Power mehr, du hast keine Energie mehr. Von dem her habe ich gelernt, lieber konzentriert, fokussiert, kürzere Gespräche mit mehr Energie zu führen, als die Leute ewig lang zuzunölen. Zudem kommen wir da wieder zum Bieterstatus. Menschen, die zu viel Zeit haben, können noch nicht erfolgreich sein, weil erfolgreiche Menschen haben für gewöhnlich keine Zeit oder nur sehr wenig Zeit. Also wirklich mal ein bisschen zu dieser Herleitung. Also Grundsatz ist, es geht um 20 Termine die Woche. Das ist einfach die Challenge als Hauptberufler. Und wenn wir eben, wie ich schon sagte, mit einer Stunde kalkuliert, reden wir von 20 Arbeitsstunden. Der Punkt ist nur, dass die meisten Networker ihre Zeit für Präsentationen vorbereiten, alte Teampartner belutschen etc. etc. verwenden, aber nicht das, was ihnen Geld bringt. In diesem Geschäft bringt nur eins Geld und es ist 20 Termine zu führen. In meinem Fall sage ich 20 Sponsorgespräche. Wenn jetzt aber Leute von euch drin sind, die sagen, ich verkaufe gerne, auch 20 Verkaufstermine sind okay. Da verdient ihr Geld. Das heißt, Umsatz wird durch Verkaufs- oder Sponsortermine bewirkt und durch nichts anderes. Und
Man wird im Leben nicht danach bezahlt, wie viel Zeit man irgendwo reinsteckt. Man wird nach Ergebnissen bezahlt. Und gerade in einem Network, das Schöne ist, jeder hat es selbst sein Chef, jeder darf alles selbst entscheiden, jeder darf selbst für sich alles tun und machen. Aber entscheidend ist, abgerechnet wird im Network nach Ergebnissen, nicht nach Zeit, die in dieses Geschäft reinsteckt. Und das ist das Schönste, was es gibt. Man muss sich dessen nur bewusst fühlen, denn der Vorteil ist, dadurch, dass ihr nicht nach Zeit bezahlt werdet, schreibt euch niemand vor, wie viel ihr arbeiten müsst, wann ihr arbeiten müsst, wo ihr arbeiten müsst. Und daher war es immer mein Bestreben, mit so wenig Stunden wie möglich am Tag das Maximale zu erreichen. Denn ich kenne viele Networker auch da draußen, die arbeiten maximal 4 Stunden am Tag, schaffen aber in 4 Stunden am Tag mehr als die meisten Networker in der ganzen Woche. Und darum geht's. Ihr könntet rein theoretisch von 8 bis 12 Uhr mittags arbeiten und euch den kompletten Nachmittag freinehmen. Baden gehen, Leben genießen oder sonstiges. Ist. Es geht nur darum, wie gut kann man mit seiner Zeit umgehen und wie gut tut man die Dinge, die man tun soll. Und es gibt nur die einzigen Dinge, die man tun soll, sind 20 Termine. Und ich möchte euch dazu ein kleines Erlebnis von mir noch erzählen oder was bei mir passiert ist. Und ich glaube, das wird jedem Networker da draußen passieren. Das gehört zu einer Erfolgsvita, glaube ich, mit dazu. Und das ist das sogenannte Manager-Syndrom. Ich habe angefangen im Vertrieb, jung, wild, unverbraucht, sage ich immer mit 19. Ich habe Gas gegeben, ich habe Kontakte gemacht. Ich bin ja, wer meine Geschichte kennt, zu Hause rausgeflogen, weil ich mich fürs Network entschieden habe und hatte somit also keine andere Wahl, einfach nur Gas zu geben. Und das habe ich auch getan. Ich habe gearbeitet, ich habe also direkt nach dem Abitur, wie gesagt, wurde ich ja vor die Wahl gestellt. Rainer, entweder du machst deine Ausbildung oder du machst Network. Ich habe mich für Network entschieden und dadurch hat die Familie gesagt, okay, gut, dann wirst du auch selber schauen, wo du bleibst, wo du langkommst. Dann musst du halt selber um dich kümmern. Das heißt, ich hatte keine Kohle, nichts. Ich hatte also keine andere Wahl, als einfach zu arbeiten und zu tun, als ob es kein Morgen gäbe. Und genau das habe ich getan. Ich habe genau diese Zahl, 20 Termine die Woche geführt. Was passierte dann? Ich habe recht schnell Karriere gemacht, es ging ziemlich schnell vorwärts und irgendwann hatte ich ein Team. Ich hatte meine 5 direkten starken Linien aufgebaut, die sich auch schon in die Tiefe multipliziert haben und genau dann war ich an dem Punkt, dass ich mir dachte, Rainer, jetzt hast du es geschafft, jetzt bin ich endlich Manager, jetzt kann es für mich losgehen, jetzt geht nur noch das Absahnen los. Und das Absahnen ging genau einen Monat lang und dann ist nämlich genau das Gegenteil passiert. Ich habe angefangen, das Geld auszugeben, das ich verdient habe, wo ich so richtig viel gearbeitet habe, weil ich dachte, das kommt jetzt immer rein, weil ich ja jetzt Manager bin. Das Problem war, es kam halt dann nicht mehr rein und somit ging die Abwärtsspirale los. Das heißt, ich war Manager, aber ich habe selber nicht mehr aktiv gearbeitet, sondern ich dachte, meine Aufgabe besteht nur noch darin, Leute zu pflegen, dumm daherzureden und Leuten zu erzählen, was sie tun sollen. Und genau das war auch der Moment, wo ich dann dieses Meeting hatte, wo ich eingangs erzählt hatte, wo ich dieses, wie wird einem selbst die Arbeit bewertet und ja, wie bekommt man selbst was ist seine eigene Arbeit wert? Und dann bin ich auch wieder aufgewacht nach Monaten von der Durststrecke, bis ich das kapiert habe. Das Einzige, was in diesem Geschäft zählt, ist nicht, wie groß ist dein Team oder irgendwas. Das Einzige, was euer Einkommen bestimmt und rechtfertigt ist, führt ihr 20 Termine pro Woche. Das Allereinzigste und um nichts anderes geht's. Und je größer euer Team ist, desto wichtiger ist es, 20 Termine zu führen. Weil genau das Gleiche, ich dachte natürlich, das passiert mir nie wieder. Was ist passiert? Ich hab's gecheckt. Hab dann wieder richtig Gas gegeben, hab eine recht schnelle Karriere hingelegt, muss man sagen. Ich habe ein relativ großes Team aufgebaut. Wie gesagt, habe dann innerhalb von knapp 6 Monaten habe ich es geschafft, ein Team von 100 Leuten aufzubauen in der Finanzdienstleistung. Man muss immer ein bisschen so trennen. In der Finanzdienstleistung ist es vielleicht immer etwas komplexer, weil dort muss man die Leute länger ausbilden und. Es gibt so eine Formel, die sagt immer, ich glaube 100 Leute in der Finanzdienstleistung aufgebaut, würde ich sagen, ist immer vom Verdienststruktur, wie wenn man in einem normalen Network-Unternehmen zum Beispiel 5.000 bis 10.000 Partner aufbaut. Wie gesagt, es ist etwas komplexer in der Finanzdienstleistung, dafür verdient man halt pro Mann mehr, dafür im Network ist es leichter, dafür verdient man pro Mann weniger. Unterm Strich kommt es aufs Gleiche raus, was die Arbeit und die Ergebnisse am Ende sind. Nur, dass ihr das seht, also das heißt, die 100 Leute waren eine Heidenarbeit und ich habe einfach richtig dafür was getan. So, und ich dachte, als ich dann diese 100 Leute hatte, eigene Büroleiter unter mir hatte, dass ich letztendlich das Gleiche wieder tun kann, dachte mir, eigene Büroleiter, die sind jetzt wirklich reif genug. Und genau das Gleiche ist wieder passiert. Ich bin wieder abgerauscht, weil ich nichts mehr getan habe und auch dann ist das Einkommen wieder eingebrochen. Und das war das letzte Mal, dass mir das jemals in meinem Leben passiert ist. Das ist einfach ein Grundsatz im Leben, das heißt Stillstand
oder beziehungsweise wenn man nichts mehr tut, Stillstand ist einfach der Tod für jedes Geschäft. Man sagt immer, man muss einfach mal das Flugzeug, man braucht die höchste Energie, um ein Flugzeug bis nach oben zu bringen. Und wenn es oben ist, kann man es dann einfach fliegen lassen. Das war immer das, wo ich auch dran gedacht habe. Aber was ich übersehen habe, ist, es bedeutet, das Flugzeug muss man mit Energie nach oben bringen. Nur wenn ich es oben fliegen lassen bedeutet, nichts mehr zu tun. Und wenn ich oben nichts mehr zu tun und keinen Treibstoff mehr reinspritze, kracht das Ding auch runter. Das heißt, ich kann hoch, da muss ich Vollgas geben, aber ich muss genauso weiter meine Performance bringen, um den Laden da oben halten zu können. So, und deswegen, ab dann ist diese Formel nie wieder aus meinem Kopf raus und selbst bis heute in To Be Known, wo wir im Prinzip gar keine direkten Leute mehr einstellen, habe ich diese Formel für mich immer beibehalten. Und zwar 10 Kontakte führen zu 20 Termine. 10 Kontakte am Tag. Das heißt, 10 neue und fremde Menschen anzusprechen auf dieses Geschäft pro Tag. Das ist die Challenge eines Networkers. Und ich sage sogar so weit, das ist die Challenge eines jeden Unternehmers. 10 neue Kontakte jeden Tag zu machen. Zu 10 Menschen am Tag ein Gespräch zu suchen. Darum geht's. Das heißt, wenn ich 10 Menschen zum Beispiel durch einen Direktkontakt anspreche, werden daraus 3 Nummern resultieren oder vielleicht 4 Nummern und daraus resultieren dann irgendwo meine 3 Termine und wenn ich die mal 7, komme ich genau auf meine 20 Termine. Also das bedeutet, 10 Kontakte am Tag zu machen, komme ich auf meine 3 Termine. Und das ist also die Challenge. Das heißt, es gibt nichts anderes als 10 Kontakte zu machen und klar, ihr könnt euch auch die 20 Termine im Kopf hören, sucht euch das raus, was ihr wollt, aber letztendlich aus 10 Kontakten pro Tag resultieren 20 Termine. Was bedeuten 10 Kontakte? 10 Kontakte heißt eben, 10 fremde Menschen neu auf mein Geschäft anzusprechen. Das ist die Hauptaufgabe. Und selbst seit ich eben mein Team erreicht hatte, seit es mit den Büroleitern war, seit ich dort nochmal in dieses Loch gefallen bin, habe ich es mir geschworen, nie wieder. Und das war, als ich 22 Jahre alt war und seit den letzten 8 Jahren habe ich es nie wieder außer Augen gelassen. Das heißt, selbst heute bei To Be Known, ich mache jeden Tag 10 neue Kontakte. 10 neue Kontakte auf Kunden, auf neue Geschäftsmöglichkeiten oder ähnliches. 10 neue Kontakte. Und das ist im Prinzip ist eine Philosophie daraus für mich entstanden, die heißt, und jetzt passt gut auf, das Geld, was ich im Monat verdiene, ich gebe nur dieses Geld aus oder mir steht nur dieses Geld zu, was ich durch meine aktive Arbeit jeden Monat neu rein verdiene. Beispiel, ihr fangt jetzt an, ihr macht 10 Kontakte pro Tag und ihr holt 4-5 neue Teampartner in euer Geschäft rein. Dann ist das einzige Geld, was euch zusteht, was ihr mit diesen 4-5 neuen Partnern aktiv verdient, weil ihr sie neu eingearbeitet habt, weil ihr mit ihnen Verkaufsbegleitung gemacht habt etc. Das, was ihr mit diesen neuen Leuten durch eure aktive Arbeit verdient, ist das Geld, was euch zusteht. Alles andere, was euer Team macht im Hintergrund, das ist das, was euch auf die Seite legt. Das ist das, was ihr in eure passive Schiene reinpumpt und das ist das, was eure langfristige Vorsorge ist oder euer finanzieller Rückhalt. Und seit ich mit 22 dieses Modell fahre, fahre ich besser denn je, auch heute beim Rekrutieren. Das heißt, ich besorge jeden Tag für das Geld, was wir uns monatlich auszahlen, für das, was ich mir selber aus meiner Firma rausnehme, nehme ich mir nur das raus, was ich aktiv selbst an neuen Kunden, Coaching-Kunden, neuen Produkten, neuen Ideen, alles, was ich dort neu generiere, aktive Monate ist das, was ich verdiene. Das, was durch Bestandskunden, weil irgendjemand ein Buch auf dem Seminar kauft, durch Leute, die ich schon mal als Kunden gewonnen habe, alles, was dort reinkommt, geht bei mir immer in eine, sozusagen in eine sichere Seite rein, weil das ist das Geld, das ich nicht aktiv verdient habe und das gilt für die langfristige Vision. Und wenn ihr nach diesem Modell arbeitet, werdet ihr ziemlich schnell einen guten Rückhalt haben und ihr werdet auch euer Bewusstsein dahingehend verändern. Und das ist das auch, was Sinn und Zweck meines Videos heute ist, dass ihr das in eurem Kopf zulässt. Ihr müsst selber, bis ihr aufhört zu arbeiten, einfach mal selbst für eure aktive Kohle sorgen. Und eure passive Kohle, die wird immer mehr, das garantiere ich euch. Aber immer mit diesem, die meisten gehen mit diesem Ziel von der passiven Kohle ran. Und das, ich glaube, wenn ihr das einfach mal aus eurem Kopf streicht, diese passive Kohle, sondern einfach nur sagt, ich sorge dafür, dass ich die nächsten 10 Jahre eine verdammt hohe aktive Kohle besorge, automatisch würde ich irgendwann die passive Kohle überrennen.
Aber verliert es nie aus den Augen, immer für aktive Kohle, für aktives Einkommen zu sorgen. Und das ist letztendlich auch das, wenn ihr 10 Kontakte am Tag macht, 20 Termine habt, könnt ihr selber, dann fallen ein paar Termine aus und wie und was. Aber irgendwo werdet ihr jede Woche 2-3 neue Leute sponsern für euer Geschäft gewinnen. Und genau dann passiert Folgendes. Ihr werdet, viele Leute fragen mich immer, die sagen, du Rainer, meine Leute machen irgendwie nichts. Woran liegt denn das? Und ich sage immer, dass der Grund, warum deine Leute nichts machen, ist, weil du nichts machst. Die Leute erzählen zwar immer, ja, ich tue so viel und tue so viel und meine Leute tun nichts. Wie gesagt, was tust du so viel? Tust du so viel arbeiten oder tust du so viel im Büro sein? Es geht darum, was arbeitest du? Und das kann ich euch in einer kleinen Geschichte erzählen. Das war meine erste Erfahrung mit dem magischen Führungstool Liebesentzug. Nämlich habe ich meine, ja, ich würde sagen, ich habe richtig Gas gegeben. Ich war der beste Mann vom Schlosser. Und genau in dieser Phase, wo ich aufgehört habe, selber zu arbeiten, wo dann meine Umsätze eingebrochen sind, was hat der Schlosser gemacht? Er hat mich in keinster Weise belabert. Er hat nicht irgendwie gesagt, Rainer, mach doch und tu doch und komm doch. Merkst du nicht, dass in Umsätze einbrechen? Schlosser hat in der Zeit einfach neu aufgebaut. Der hat sich neue Leute eingestellt. Und früher war ich immer so sein Vorzeigeheld, so auf den Seminaren. Er so, ist der Rainer, ist mein bester Mann und so. Auf den Seminaren auf einmal hat er nicht mehr mich vorgestellt, sondern seine neue Direkten. Ah, oh, das ist der neue, der hier, der hat schon so und so viele Einheiten gemacht, der hat schon so und so viel Umsatz produziert. Er ist der richtige Newcomer, er ist der Held. Und ich selber, über mich wurde gar nicht mehr geredet. Immer wenn ich ihm gesagt hatte, ja, aber Schlosser und so, hat er gesagt, ja, ja, mach du einfach mal. Also ich habe richtig dieses Ding Liebesentzug zu spüren bekommen. Und es ist einfach so, die meisten machen garantiert, oder die Leute, die sich nicht bewegen, bewegen sich garantiert nicht, weil ihr ihnen zu viel Aufmerksamkeit gibt oder sonst was, sondern genau dann, wenn ihr Leute ins Bewegen bringen wollt, müsst ihr ihnen weniger Aufmerksamkeit geben und müsst um euch selbst schauen. Denn letztendlich, wir sind alle in unserem Leben für uns selbst verantwortlich. Wir sind für das, was wir tun, verantwortlich und vor allem, wir sind auch für das, was wir nicht tun, verantwortlich. Und ich durfte die Erfahrung machen, die Leute werden richtig Gas geben, wenn du Gas gibst. Und wenn du kein Gas gibst, werden auch die Leute kein Gas geben. Das ist irgendwie so ein Naturgesetz, dass die Leute immer das nachmachen, was die Führungskraft vorlebt. Und auch aus diesem Grund ist es so verdammt entscheidend, dass ihr anfangt, nur über euch selbst zu denken und nicht mehr an eure Leute denkt, weil automatisch eure Leute werden immer alles nachtun. Vielleicht nicht in der ersten Woche, vielleicht nicht in der zweiten, vielleicht nicht in der dritten. Aber irgendwann werden die Leute, wenn ihr den Erfolg vorzuweisen habt, werden die Leute das nachkommen. Und genau das ist das Modell. Wenn ich 20 Termine die Woche führe und jede Woche 5 oder sagen wir jede Woche 2, im Monat vielleicht 8, 9, 10 neue Partner einstelle, habe ich gar nicht mehr mit die Zeit, mich um die zu kümmern, die nicht wollen. Das heißt, man muss sich nur noch auf die fokussieren, die wirklich wollen, und die wird man auch unterstützen nach allen Mitteln. Und automatisch werdet ihr erkennen, was passieren wird. Dadurch, dass ihr für die Leute, die eigentlich nicht wollen, ihr wisst ja, die Esel, die man zur Jagd tragen muss, die Leute, die eigentlich mal ein Rennpferd sein werden sollten, aber gar keins geworden sind, die Leute, wo ihr denkt, die sollen, die ihr immer belabert, dass sie endlich mal Gas geben, aus denen wird nichts passieren. Beziehungsweise die Leute werden, wenn ihr andere Partner habt, um die euch kümmert und ihr die Leute sehen, dass ihr mit denen Erfolg habt, die werden automatisch auf euch zukommen und sagen, bitte unterstütze mich auch, bitte tu doch. Und genau das ist dieses Modell, das ist die größte Führungswaffe, die es überhaupt gibt und die heißt Vormachen. Selber das Ganze vorleben, selber das Ganze tun, selber die ganzen Sachen vorwärts bringen und automatisch werden sich die Leute euch anschließen. Und es gibt so einen weisen Spruch, der heißt, es gibt kein Problem im Strukturvertrieb oder Network Marketing, das sich nicht durch neue direkte Geschäftspartner lösen lässt. Ich wiederhole es nochmal. Es gibt kein Problem im Network Marketing, im Strukturvertrieb, das sich nicht durch neue direkte Partner lösen lässt. Ihr verdient zu wenig? Stellt euch neue Partner ein, automatisch werdet ihr mehr verdienen. Ihr habt nicht genug Führungsansehen bei euren Leuten? Stellt euch neue Partner ein. Alles das, es macht euch unabhängig. Eure Downline wächst nicht, stellt euch neue Partner ein. Ihr habt nicht genug Tiefenwachstum, stellt euch neue Partner ein. Alles, was ihr tut, automatisch. Und das ist ein Naturgesetz. Wenn ihr das entsprechend bringt, wird es auch hinten raus passieren und die Leute werden wachsen, weil ihr selber aktiv tut und es ist ein Naturgesetz, dass die Leute euch immer das nachmachen, was man vormacht. Nicht das, was man vorredet, sondern das, was man macht. Und danach werden Menschen beurteilt, nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten. Und das im Network Marketing noch viel mehr. Okay, um das Ganze abzuschließen, möchte ich einfach nochmal, dass ihr das Ganze mitnehmt. 10 Kontakte am Tag. 20 Termine die Woche, das ist die Challenge für einen Hauptberufler in diesem Geschäft. Das müsst ihr bereit sein, diese
Challenge zu bringen als Hauptberufler. Ich rede immer davon als Hauptberufler, als Nebenberufler natürlich ist der Zeitfaktor nicht da. Als Nebenberufler gibt es eine Rechnung, die heißt 3 Kontakte am Tag und 7 Termine die Woche. Das ist die Challenge als Nebenberufler, um irgendwann mal so viel zu verdienen, dass man Hauptberufler werden kann. 3 Terminkontakte pro Tag und 7 Termine als Nebenberufler, als Hauptberufler 10 Kontakte am Tag und 20 Termine die Woche. Das ist das, was ihr im Hinterkopf haben sollt und denkt immer, wenn ich das nicht bereit bin zu bringen, werde ich meine Ziele in diesem Geschäft nicht erreichen. Und es kann sein, es gibt noch so etwas, das nennt sich Glück. Es gibt Menschen, die haben in manchen Lebensbereichen mehr Glück als andere, manche haben in anderen Lebensbereichen mehr Glück, wie auch immer. Glück ist einfach mal eine Sache, die könnt ihr nicht bestimmen. Das Einzige, was ihr tun könnt, eine Wahrscheinlichkeit könnt ihr nicht austricksen. Das Glück schon. Ich zum Beispiel, ich habe nie Glück in Casinos. Also ich habe in meinem Leben oft gespielt, versucht, ich habe noch nie beim Spiel, beim Glücksspiel, bei losen Zielen oder so irgendwo gewonnen. Das zum Beispiel, ich kenne andere, die gewinnen immer was, ich habe dort kein Glück. Aber Glück ist für mich nicht beeinflussbar. Was für mich beeinflussbar ist, sind Aktivitäten. Und ich weiß einfach, wenn ich diese Leistung bringe, wird das Gesetz der Wahrscheinlichkeit, was ein Naturgesetz ist, wird einfach mal mir den Erfolg bringen. Das heißt, ich übernehme Selbstverantwortung für mein Leben, Selbstverantwortung für das, was ich tue und ich werde auch diese Ergebnisse erhalten. Und wie gesagt, das meinte ich mit dem Glück. Es wird Leute sein, die haben wirklich Glück. Ich kenne auch Leute, die haben 10 Gespräche in ihrem Leben geführt und hatten das Glück, 4 Leute zu treffen, die bis an die oberste Spitze gegangen sind. Das ist aber einfach mal Glück. Aber über Glück möchte ich nicht mit euch reden, weil Glück ist nicht kalkulierbar. Von dem her, lieber macht das, was ihr tun sollt und dann kommt das Glück vielleicht sowieso oder vielleicht habt ihr auch Glück. Aber zumindest, wenn ihr kein Glück habt und diese Challenge erledigt, werdet ihr an die oberste Spitze sein. Und wenn ihr zu den Menschen gehört, die immer viel Glück haben und ihr bringt diese Leistung, dann werdet ihr vielleicht doppelt so viel verdienen, weil euer Glück zusätzlich noch verdoppelt wird, weil ihr doppelt so viele Leute anspricht. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich brenne euch jetzt in den Kopf rein. 10 Kontakte am Tag, 20 Termine die Woche. Das ist das, um was es geht. Das bitte ich euch im Kopf zu behalten und denkt immer dran, bin ich das wert, was ich verdienen möchte? Beziehungsweise wäre ich mein eigener Angestellter? Würde ich mir das Geld bezahlen, was ich mir erwünsche, was ich mir erhoffe, erträume? Nein, dann geht's wieder los, raus zu arbeiten und diese Herausforderung zu bringen. Denkt immer dran, das größte Führungsmodell ist Vormachen. Nichts anderes. Das, was ich vormache, werden die Leute tun. Und das, was ich unterlasse, werden auch meine Leute irgendwann unterlassen. Und damit schließe ich das Ganze. Natürlich für die, die uns noch nicht kennen, wir, die Rekrutiere, unsere Aufgabe ist es eben, Wege zu zeigen, wie man neue Partner kennenlernt. Das ist das, mit was wir bekannt geworden sind, wo wir viele Tausende von Leuten schon auf unseren Seminaren hatten. Wir zeigen den Leuten, wie man 10 Kontakte macht. Unsere Aufgabe ist es, genau diese Kontaktsituationen herzustellen, diese Dinge zu bereichen. Wer sich dafür interessiert, ihr findet auch hier unter dem Video einen Link. www.rekrutier.de ist unsere Homepage. Da könnt ihr draufschauen, da könnt ihr euch kostenlose Videos, Tipps runterladen, beziehungsweise könnt ihr einen kostenlosen Bereich beim Rekrutier anlegen, wo ihr auch immer von uns Videos, Tipps, Newsletter und sonstige gratis Sachen bekommt. Findet ihr einfach einen Link hier unter dem Video. Ansonsten, meine Lieben, alles Gute. Ich drücke euch die Daumen und dass ihr maximale Erfolge, dass ihr dieses Jahr das Maximale aus eurem Geschäft rausholt. Bis dann, alles Gute. Tschüss.